Eigentlich heißt es ja, alles neu macht der Mai. Aber wir haben erst Februar. Also, erster Monat ist um. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Die Saisonherausforderungen für Februar sind da. Wenn ich jetzt auf losklicke, geht's wohin? I, zu YouTube. Okay. Jo, alles klar. Aber ich glaube, da gibt es dann auch nur, leider nur das Video vom und danach stürzt immer der Air-Server ab, weil der irgendwie kein Microsoft Draw kann oder sowas. Ja, aber ihr habt es gesehen, dass wir auf jeden Fall viele, viele andere Neuigkeiten auch noch haben. Also nicht nur, natürlich nicht nur den Pass hier, die Februarsaison ist da, okay. Und dann, ja, geht gleich gut los. Ich sehe schon Nachtdorf. Geht gleich gut los. Nachtdorf, ein paar Platten hier. Also alles ziemlich schnell machbar. Wir gucken mal, was wir hier bekommen. Oh, hier gibt es gleich die Schübe. Gleich zu Anfang. Okay, oh, das lohnt sich ja mal richtig. Gleich zu Anfang gibt es hier die Schübe für, ich nenne es mal so, relativ wenig Punkte. Und ich mache immer gerne einen Fehler. Bevor ich mir den Pass kaufe, spende ich schon mal. Ja, Fehler Nummer 1, immer gleich zu Anfang des Monats. Und oh, es gibt hier ziemlich früh Runen, Leute. Okay, des Goldes, Elex, alles bei um die 300, 400 Punkte. Donnerwetter, okay, Forschungsschübe, Ausbildung, Hindernisschaufel, Mauerringe, wieder zweimal hintereinander, wie letzten Monat auch. Und auch hier im unteren Bereich gibt es reichlich 20% dann hier am Ende. Und diesmal liegen die Bücher nicht am Anfang, sondern am Ende. Letzten Monat lagen sie ja am Anfang. Aha, okay. Das hat Supercell mal gedreht. Auch nicht schlecht. Und am Ende die Schurkenkönigin als Skin. Okay, ja, wir haben ein paar Vorteile reinbekommen. Ihr seht das, Minen und Sammler wieder rappelvoll. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen was ausgeben, beziehungsweise uns ausräubern lassen. Aber was gibt es eigentlich noch Neues hier bei Clash of Clans? Natürlich fängt heute die neue Liga an. Hier ist noch kein Kampftag. Ihr dürft euch jetzt nicht beirren lassen. Hier ist noch kein Kampftag. Den unten haben wir gestern schon gesehen im Livestream. Hier mal kurz mal rein, was jetzt Mr. Timefail hier gemacht hat. Und sondern die Liga fängt bei uns jetzt hier bei Spätzle CWL. Wir spielen mit den Soßen wieder keine C1-Liga, sondern hier C3-Liga. Also Champion 3. Und das geht allerdings bei uns erst abends los. Ich weiß nicht, wann ihr mal so startet. Abends, morgens, einen Tag noch warten. Erstmal bis in den zweiten Tag. Ich meine, ich muss bis in den zweiten Tag manchmal warten, weil beim Clan Herausforderer sind wir, glaube ich, genug 13er. Aber beim Clan Deutschland Ad, Leute, dort fehlen noch so ein paar. Also Deutschland Leerzeichen Ad, den gibt es nur einmal, den Clan, und dort fehlen uns 11er und 12er. Also wer heute noch so einen ausgräbt oder noch nicht genau weiß, wohin, dann joint ruhig den Discord, fragt nach dem Tag. Aber wie gesagt, den Clan, wenn ihr den sucht, nur anhand des Namens Deutschland Leerzeichen Ad, dann findet ihr den Clan. Ich bin dort mit Bender den ganzen Tag dort, und um die Leute dann anzunehmen. Und dann können wir da vielleicht in Kristall 2, wen es interessiert, auch noch ein wenig Liga spielen. Und ich schaue mal, okay, ich habe ein paar eingeladen aus dem Clan Herausforderer, die 11er und 12er. Aber wie gesagt, da ist noch der ein oder andere Platz frei. Guckt da ruhig rein. Habt keine Scheu, Kristall 2 tut nicht weh. Wir sind letzten Monat abgestiegen, also es kann nicht schlimmer werden. Okay, was hat er gemacht hier? Ein bisschen mit Blimp, ein wenig mit Hybrid die Base hier angegangen, und Spätzle CWL verkenne ich auch immer wieder. Hier gibt es ja tatsächlich auch noch Member, auch abseits der Liga. Also ist nicht nur ein reiner Liga- und Event-Clan, sondern die spielen hier natürlich auch, um hier noch so ein bisschen Richtung Clan Level 10 vor allen Dingen zu kommen, mit zwei Spendenleveln. Aber jetzt sind hier auch genug 13er drin, denn wie gesagt, wir starten abends um 10 Uhr, glaube ich, heute, ja, nachdem der Clankrieg hier wahrscheinlich vorbei ist, hier die Liga und auch bei Spätzle 2. Aber so geht es hier erstmal weiter. Aber zu Champion habe ich gleich noch eine coole Information. Also auch das ist neu, aber gehen wir gleich mal rein. Und gestern Abend hatten wir ja CWL Vorbereitung. Also ich weiß nicht, wie ihr euch immer so vorbereitet, aber ich hatte gestern noch mal darauf hingewiesen, Leute, holt euch die Passsachen ab, holt euch die
Clanspiel Rewards ab und wie bereitet sich man sich dann eigentlich vor auf die C-Welle? Ich denke mal, man übt so ein paar Angriffsstrategien. Man baut sich vielleicht oder klaut sich irgendwo neue Bases. Oder aber baut sich die natürlich dann selber und lässt dann, ja, wie gesagt, lässt dann auf sich üben, was die Verteidigung angeht und so weiter. Aber anders kann man sich ja jetzt auf so eine Liga nicht unbedingt vorbereiten. Manpowermäßig sowieso nicht, denn wir sind hier beim Clan Spätzle CWL. Wir sind mal gerade so 13, nee, 13, nicht 13 Leute. Wir sind mal gerade so 15 Leute. Das ist sowieso schon mal ganz, ganz wenig. Eigentlich lasse ich mich immer erst ein paar Mal angreifen, damit ich wieder in die Vorteile reinspielen kann. Allerdings wird das hier auch erstmal dauern, bis das rausgeht hier. Also es wird noch ein wenig Zeit vergehen. Aber was gibt es eigentlich Neues? Die Clash of Clans World Championship 2021 steht kurz bevor und ich glaube, die Neuerung aus dem Champion-Bereich, die ist hier mit reingeflossen, falls ihr es nicht wusstet. Viele haben ja genau wie ich auch, nämlich zu Anfang, hab gedacht, naja, okay, ist wieder die Clash World Championship, da sind eh wieder die gleichen Clans, weil die alle aus Champ 1 kommen, aber nein. Dieses Mal ist es anders und ich glaube, das war auch bei den, ich weiß nicht genau, ich preise das jetzt mal so an als vermutlich Neuerung. Und zwar aus der CWL, aus der Liga 1 bis 3 geschafft haben, sind berechtigt, sich für den Pre-Qualifier anzumelden. Also auch wenn ihr C3 spielt oder C2, also Champion 2 oder 3, könnt ihr euch für die Pre- oder für die Qualifier anmelden auf der dementsprechenden Webseite bei der ESL und könnt dann dabei sein. Es ist ein langer und schwieriger Weg, der über viele, viele Monate geht. Ich glaube 6 Monate oder so oder mehr. Also das dauert schon ganz schön lange, bis wir dann wieder am Ende die 8 Endqualifier dann im Finale haben, aber ich meine, das ist eine der Änderungen. Was unterscheidet sich? Ja, mindestens in die Champion Liga 3 zu schaffen. Vorher war es ja, glaube ich, wirklich nur Champ 1 und das hat sich ja jetzt im Wesentlichen geändert und also so können auch Champ 3 Clans daran teilnehmen, was natürlich sehr, sehr cool ist, denn es gibt auch im deutschen Bereich unheimlich viele Spieler, die jetzt nicht so unbedingt in Champ 1 immer überall rumlungeln, sondern schon auch Champ 2 oder 3 spielen und sicherlich sich immer gedacht haben, Mensch, Mist, wir müssen mit unserer kleinen Meute nach Champ 1, damit wir hier an der WM teilnehmen können. Aber nein, es reicht jetzt Champion 2 und 3 auch. Also finde ich sehr, sehr gut. Muss ich sagen, lest euch das Ganze durch. Ihr, natürlich das Ganze, wie gehabt, Fair Play. Die Nutzungsbedingungen von Supercell sind dort in jedem Fall kurz mal zu lesen. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos, kostet euch kein Geld, kostet euch nur ein bisschen Organisationszeit, denn man muss sich auf der Webseite anmelden, Teamleader, also so eine Art Prep, muss dort seine Mitglieder einladen und so weiter und dann muss man sich da natürlich dann auch später mit den Clans, gegen die man spielt, so ein bisschen austauschen. Das Ganze läuft aber wirklich komplett über die ESL Webseite und Organisation dort, also schaut auch ruhig rein. Ich kann es euch empfehlen, aber auf die Frage, ob ich da mitspiele, die konnte ich gestern schon mal verneinen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht so ein guter Spieler, der sowas macht, aber an vielen Sachen scheitert es dann manchmal auch bei der Zeit, ja, denn vieles findet hier tagsüber statt, wo die Leute auch im Job sind oder in der Schule, wenn sie denn wieder läuft, beziehungsweise wenn man mal wieder hin darf. Und da ist es manchmal dann schon ein Zeitproblem. Jetzt für mich nicht unbedingt, aber ich denke mal, für den einen oder anderen ist das, wie gesagt, aufgrund von beruflichen Problemen schon nicht wirklich zu machen. Und man hat ja dann auch noch andere Hobbys, man hat noch Familie vielleicht und so weiter. Aber die es interessiert, guckt da ruhig mal auf die Webseite drauf und ist sehr, sehr interessant. Also eingetragen bin ich dort auch, aber mehr auch nicht. Ich habe mich noch keinem Team angeschlossen. Okay, hier kriegt der Spender hier mal ein bisschen Besuch hier. 5 auf 4, gucken wir mal. Oh, was ist das? Okay, 5 auf 4. Ah, der ist wahrscheinlich ein tiefer. Das wird wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, Rathaus 10 sein. Das sieht ein bisschen so nach 9 aus. Hat auch jetzt gar keine, hat auch gar keine Karre oder beziehungsweise hat gar keine Belagerungsmaschine dabei.
Ich weiß gar nicht. Ach, Nummer 5 ist ein 9er, ja, okay. Der versucht hier sicherlich 2 Sterne zu bekommen. Rathaus steht beim Doc draußen. Ne, warte mal, Spender war unser Chef, glaube ich, ne? Ich glaube, Spender war unser Chef. Der hat mit dem Account, der kommt vielleicht wieder rüber nach zum Clan Deutschland-Ad und spielt da auch die Liga wieder mit. Naja, wir werden uns in jedem Fall in dieser Woche wieder heftig sehen und hören. Vor allen Dingen Liga kann ich mir vorstellen, dass ich abends so ein bisschen mit dem einen oder anderen Account meine Angriffe mit euch live mache oder vielleicht schaue ich auch mal bei euch vorbei in der Liga, wenn ihr einen coolen Kampf habt oder sowas. Können wir alles mal einbauen. Wir müssen da einfach mal ein bisschen flexibler reagieren und nicht immer so steif sein. Der Thorsten ist da so ein unheimlich steifer Ostwestfale. Und das ist ja schon eine ziemlich verbohrte Truppe, aber 36%. Aber ich glaube, der 5er war ein 9er, meine ich. Ich muss mal eben gucken. Die Nummer 5 hier war, glaube ich, ein... Ja, ist ein Rathaus 9. Okay. Kann man so gelten lassen. Naja, wir wollen auch ein bisschen üben. Also, ich habe auf die WM einmal hingewiesen. Wir haben jetzt 2 neue Events. Okay, ach, das sind immer noch die Ballons. Ja, das könnte man natürlich mal machen. Juwelenschub, ein Juwelenschub. Klarkriegsliga geht jetzt 9 Tage. Und die Februarsaison geht... Oh, das ist eine kurze Saison. Kurze Saison ist die Februarsaison. 27 Tage nur. Da fehlen uns ein paar Tage zum Ende. Also müssen wir ein bisschen reinhauen hier, was den Pass angeht. Weil wir jetzt 3 beziehungsweise zum Vormonat sogar 4 Tage weniger haben. Ne, 3 Tage weniger. 27 Tage, 21. Also 28 Tage war es, also 3 Tage weniger. Naja, ich meine, ob sich das jetzt so hart bemerkbar macht, das sei mal dahingestellt. Aber ich darf auf gar keinen Fall spenden. Aber das, was ich ja immer so zu Anfang mache, wir gönnen uns mal eben den Goldpass, würde ich sagen. Dann legen wir los. Kurzer Minicut. Du bist jetzt startklar. Mein Kauf war erfolgreich. Okay, also erstmal wieder Pass gegönnt hier mit dem Toti und dann gehen wir hier auch gleich in die Suche rein, damit wir wenigstens die Gamespende schon mal haben und dann vielleicht die ersten Vorteile hier auch reinspringen. Was habe ich am Start? So ein bisschen Hybrid. Nicht Hybrid. Ich habe Yeti. Oh, Yeti Smash. Ich habe im Moment keine dunkle Truppe in der Ausbildung. Ich kann mich da mal so schlecht entscheiden. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Liga wieder losgeht, dann möchte man ja vielleicht... ein wenig anders... Na, das können wir anders machen. Ein wenig anders agieren, was dann die dunklen Truppen angeht. Aber wir nehmen hier mal einen Warden Walk mit rein. Hier 1-2 Loons so ein bisschen, um hier schon mal die ersten Skellies rauszuziehen. Das gelingt uns sogar. Und wir haben ja den Worten hier auf Boden. Ah, ich habe den gestern schon wieder mit dem Luftworden losgezogen, glaube ich. Da kommen jetzt gleich ein paar Skeletti, okay. Aber das macht der Worten auch. Das dauert jetzt halt nur seine Sekunde. Wir nehmen einmal hier 2 von da und einmal die. Hier nehmen wir nochmal 2 Loons, um vielleicht noch was auszulösen hier. Da kommen auch schon die ersten Tesla. Da kommen die ersten Tesla, okay. Wir nehmen die Belagerungsmaschine ruhig mit, glaube ich, ne? Ich glaube, wir nehmen mal sehen, wie wir die Belagerungsmaschine einsetzen können. King dahinter, Queenie. Und vielleicht noch 2 Magier oder 3. Mal meine Mauerbrecher hier gesetzt. Oder aber wir springen hier mal rüber, würde ich sagen. Das sieht noch ganz in Ordnung aus. Oh, ich kriege wieder meinen Wut nicht raus. Jetzt geht er raus, mein Wut. Und dann nehmen wir hier einmal den Zeppelin mit rein. Genau weiß ich jetzt gerade nicht, was ich eigentlich für ein hier können wir weiterspringen. Was ich eigentlich hier drin habe. Aber es scheint in Ordnung zu sein. Ja, das passt. Oh, ist klar, das passt ganz gut. Dann nehmen wir die beiden nochmal hier in Frost rein. Denn da war auch die Tornado-Falle gerade. Hier außen ist noch ein Held. Und hier ist auch noch ein Held gewesen. Ah, sieht noch ganz gut aus. Wir können hier noch mal wuten, dass die Heiler noch mal ein bisschen in Wut sind. Mein Royal Champion droht dort unten zu verenden. Ah, nicht ganz. Oh nein, ich hab Coin Cleanup gesetzt. Oh, schnell hier. Den Scattershot noch wegmachen. Die Queen kann auch ein bisschen ballern. Scattershot geht down. Aber hier ist die gegnerische Queen. Die muss ich auch... Oh. Worden, was machst du? Ganz allein in Verteidigung? Das wird nichts, okay.
Der arme Worden, ganz alleine in Verteidigung. 70% haben wir eigentlich, können wir jetzt schon aufgeben, weil irgendwo macht es gerade keinen Sinn, hier weiterzumachen, weil wir eben im Moment noch nichts reinspielen können hier in die Vorteile. Oder zählt das? Zählt das in die Vorteile? Nee, null. Ja, okay, es zählt mal wieder nicht in die Vorteile. Aber die erste Belohnung, auch können wir uns doch gar nicht abholen. Wir müssen hier mindestens 2 Angriffe machen, damit wir das bekommen. Okay, war das schon immer auf 40 oder waren das nicht mal 20? Ich kann mich daran erinnern, dass das mal 20 waren. Oder ich kann mich da schon gar nicht mehr so dran erinnern, weil ich mir jeden Monat den Pass kaufe, dass es wirklich schon immer 40 waren. Keine Ahnung. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben? Wenn ihr nicht so Kommentare schreibt, voll wert, dann würde ich das da manchmal sogar auch finden, die Antwort auf meine unendlich vielen Fragen. Okay. Ein Stern, kriegen wir den hier hin? Das war wenigstens die Meisterhütte hier bekommen, aber das sieht sehr, sehr schlecht aus. Das wird eine ganz enge Kiste hier mit den Minions. Ah, doch, einen kriegen wir hin. Okay, damit haben wir dann schon mal den einen Gem-Boost drin. Ich denke mal, ihr geht so ähnlich vor. Dann hat man schon mal einen Account schon fast durchgespielt, außer die Spende. Die mache ich dieses Mal dann, wenn ich dann wirklich die Ein-Gem-Spende habe. Letzten Monat, Leute, ist es mir passiert, dass ich, bevor ich mir den Pass geholt hatte, am 01.01.2021, habe ich schon mal schön ein Golem, glaube ich, gespendet und eine Belagerungsmaschine, ja, gleich mal 60 Gems rausballern. Jawohl, das soll mir diesen Monat nicht passieren. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die 1-Gem-Spende und dann kann ich auch ruhig spenden. Dann tut es mir nicht mehr so weh. Aber fordert im Moment keiner. Ist halt ein bisschen ruhiger, wenn man sich in den Clans so aufteilt und dann nur mit Hälfte der Leute jeweils spielt, aber in den Abendstunden wird das auch in diesem Clan sicherlich wieder etwas voller werden. Ich hoffe, die erste Folge im Februar hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und auf Twitch immer schön vorbeischauen in den Livestreams. Wir haben immer ein bisschen Spaß. Gestern gab es übrigens einen Goldpass zu gewinnen. Gute Idee übrigens, dass derjenige, der den Goldpass bekommen hat, den ihn nicht bekommen hat, weil er leider kein PayPal hatte und auch kein Konto hatte, aber er hat einen Sub von mir bekommen, also er ist jetzt ein Abonnent von mir für 30 Tage, das könnt ihr auch ruhig machen. Das kostet euch leider Geld, aber ein Follow könnt ihr mir in jedem Fall da lassen. Auf Twitch vor vielen lieben Dank. Coolen Wochenstart, Leute, coolen Start in den Februar. Bis dahin, euer Toto. Clasht.